Marmelade Gläser. Grüß dich! Schön, dich zu sehen. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück. Gelierzucker. Und frische, selbstgepflückte Erdbeeren. Hey, und selbstgepflückt vom Bauern. Wir haben diverse Bauern rundherum. Da kannst du hinfahren, Schüsselchen mitnehmen, abwägen und du kannst selbst auf dem Feld Erdbeeren pflücken. Ist genial. Meine Kinder lieben einfach entweder das Himbeermarmelade oder natürlich Erdbeermarmelade. Und im Frühling gehen wir immer zusammen pflücken, wenn es gerade passt. Und dann machen wir auch unsere Marmelade selber. Ein Topf voll Wasser. Den erhitze ich nun. In diesem Topf drin. Diese Gläser auskochen, ganz wichtig. Die müssen ausgekocht sein, damit sie nachher bakterienfrei sind. Deckel weg. Stell sie hier rein. Deckel kommen auch noch rein. Nehme die Erdbeere, gebe sie ins Abtropfsieb hinein. Und die Erdbeeren jetzt ganz, ganz gut waschen, gell? So. Fertig gewaschen. Dann ein Kübelchen. Dann rüsten wir sie. Das Grünzeug weg. Und gleich mal halbieren, vierteln. Einfach ein bisschen kleiner machen, gell? Alles gerüstet und geputzt. Dann brauchen wir eine Waage, einen großen Kochtopf, Wuscher, jawohl, hier. Hier passt, genau 2 Kilo Erdbeeren. Was habe ich bezahlt für diese 2 Kilo Erdbeeren? 10 Schweizer Franken. 10 Schweizer Franken, rund 9 Euro für 2 Kilo frische Erdbeeren. Genial, oder? So günstig. Nun gibt es Zitronensaft hinein. Ist gut für die Konservierung, gell? Und dann Zucker. Es gibt zweierlei Rezepte. 1:1. 1 Kilo Erdbeeren, 1 Kilo Zucker. Also das ist Gelierzucker, gell? Nicht einfach normaler Zucker nehmen. Dann gibt es Rezepte 2:1. Das heißt 1 Kilo Erdbeeren, 500 Gramm Zucker. Also wir haben hier 2 Kilo Erdbeeren, wir brauchen 1 Kilo Zucker und mehr brauchst du nicht zum Marmelade machen. Früchte nach deiner Wahl, ein bisschen Zitronensaft und Zucker, und zwar Gelierzucker. Diesen Kochtopf mit den Erdbeeren und dem Zucker, den erhitzt du. Und nun alles gut durchmischen und aufkochen. Immer wieder ein bisschen rühren und die ganzen Erdbeeren mit dem Zucker müssen nun aufgekocht werden. Zwar langsam und nicht sehr schnell. Schön langsam aufkochen das Ganze. Im Kochtopf köchelt es nun schon ein bisschen. Jetzt nehme ich einen Stabmixer und pürettiere nun die ganzen Erdbeeren. Willst du mehr Stücke haben in deiner Marmelade, musst du natürlich weniger pürettieren, gell? Kannst ja auch stampfen mit einem Kartoffelstampfer. Und nach dem Pürettieren lassen wir die ganze Marmelade weiter köcheln. Das Wasser mit den Gläsern, das kocht auch schon mittlerweile. Das kann man ausschalten und die Gläser lässt du einfach im heißen Wasser. Und wie du siehst, auch die Marmelade hat den Siedepunkt erreicht. Jetzt köchelt es. Jetzt ist es heiß genug. Jetzt ist ganz wichtig, jetzt lässt es noch ungefähr 3 Minuten so weiterköcheln unter dauerndem Rühren. Immer rühren, dass es ja nicht am Boden anbrennt, aber in diesem Siedepunkt muss es jetzt noch 3 Minuten weiterköcheln. Und nach ungefähr 3 bis 4 Minuten machen wir nun den Geliertest. Ich stelle schon mal den Topf auf die Seite, nimmst ein Tellerchen, einen Löffel, und dann gibst du ein bisschen von der Marmelade auf diesen Teller. Und dann schwenkst du mit diesem Teller die Marmelade ein bisschen umher, damit sie ein bisschen abkühlen kann. Und wenn sie jetzt nicht mehr groß herumläuft und sie fest bleibt, ist die Marmelade gut und es reicht. Ausschalten, dann machst du ihr Küchenpapier bereit. Du nimmst die heißen Gläser aus dem heißen Wasser.
Bitte nicht mehr anfassen, dort wo der Verschluss ist oder innen. Und pass auf, dass du die Finger nicht verbrennst. Und solange die Marmelade noch heiß ist und die Gläser auch, nimmst du sie sofort und füllst sie ab. Nimmst eine Suppenkelle, abfüllen oder zum Beispiel so einen Trichter, geht auch. Es gibt sogar spezielle Trichter zum Abfüllen. Und zwar das Glas so weit füllen bis fast unter den Deckel. Du darfst gar nicht mehr viel Luft drin haben. Und so füllst du nun alle deine Marmeladegläser ab. Das letzte ist auch voll. Und sobald du alle Gläser gefüllt hast, sofort den Deckel drauf und umdrehen. So gibt es erstens ein Vakuum und zweitens die Bakterien, die hier drin noch sind, die würden somit auch noch schnell abgetötet werden. 10 Minuten ungefähr so stehen lassen, wieder umdrehen, abkühlen lassen und an einem kühlen und dunklen Ort lagern. Am besten einfach den Keller, ja nicht in der Küche, weil in der Küche, gerade im Sommer, wird es natürlich sehr warm und das ist nicht gerade optimal. Einfach und schnell selber Erdbeermarmelade gemacht. Mit frisch gepflückten Erdbeeren aus der Region unsere Bauern unterstützen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Schmecken. Bitte bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao, macht's gut.